In diesem Teil zeige ich dir, wie du ein Stichwortverzeichnis in Word erstellen kannst. Wir machen jetzt nicht die händische Variante, indem man einfach das Wort markiert und daraus einen Index generiert, sondern eine wesentlich komfortablere Variante. Wir erstellen jetzt ein neues Word-Dokument mit einer Tabelle bestehend aus zwei Spalten. In diese zwei Spalten schreiben wir links den Suchbegriff und rechts den Begriff, der dann letztlich angezeigt werden soll von Word. Meistens wird es der gleiche Begriff sein, es kann aber auch sein, dass man einen anderen Begriff verwenden möchte für beide Fälle. Hier schreibe ich jetzt nun untereinander zum Beispiel einfach verschiedene Stichwörter auf, die ich hier in meinem Dokument als Autor für wichtig erachte und die ich gerne im Stichwortverzeichnis haben möchte. Schauen wir zum Beispiel mal an, das Wort Fließtext könnten wir schreiben. Oder das Wort Silbentrennung oder Entwicklertools. Die habe ich jetzt einfach einmal so hingeschrieben und speichere diese Datei ab. Und kann die nun zum Beispiel Index nennen. Speichere die ganz normale StockX ab. Ich gehe nun in mein Word-Dokument wieder zurück, lege eine neue Seite mittels Seitenumbruch an, kann hier beispielsweise Index reinschreiben oder Stichwortverzeichnis. So. Und nun sage ich unter Verweise Index einfügen, Automarkierung. Und verweise nun auf das Stichwortverzeichnis, das ich vorher in der Word-Tabelle angelegt habe, hier index.docx. Klickt es nun doppelt an. Ich habe das zu Testzwecken vorher schon einmal gemacht und deswegen wird jetzt wahrscheinlich diese Fehlermeldung aufscheinen. Bei dir wird, wenn du das erste Mal machst, wahrscheinlich nichts auftauchen und nichts passieren. Wenn das passiert ist, ich kann das noch ein zweites Mal machen, kommt wieder die Meldung. Grundsätzlich beim zweiten Mal sollte man dann noch einmal hier raufklicken und hier beispielsweise Füllzeichen auswählen, wenn man möchte und wie man das halt eben haben möchte. Sprache passt, sag OK und dann macht er mir hier aus den eben erstellten Einträgen ein Stichwortverzeichnis. Wenn ich das Ganze ergänzen möchte, schreibe ich die Begriffe einfach ins Word-Dokument neu dazu und Word geht das automatisch nachher noch einmal durch. Wenn ich die Datei wieder hinzufüge und das Ganze wieder generiere, wird das automatisch neu und korrekt angelegt.